Freunde, willkommen zurück zum nächsten Video. Karrierepart Nummer 4 mit dem HSV. Und wir gehen direkt ins erste Game rein, ja. Ihr seht die Aufstellung, wir fangen mit Eihahn auf rechts an. Das ist immer so unsere Rotationsposition Number 1 mit dem Dennis Diekmeyer zusammen. Ja, gegen Gladbach in Gladbach. Wir schauen mal. Wir haben ja das letzte Spiel eher wie semi-optimal abgeschnitten und fangen auch direkt mit der Chance für Gladbach an. Traoré. Kann er einfach so durchgehen. In der Mitte ist dann unser eigener Mann, der das Ding gerade noch so zur Ecke leiten kann, aus der leider nichts geworden ist. Jetzt Olic auf Van der Vaart. Den hat Sommer dann doch ganz easy aufnehmen können. Hat dann aber zwischendurch mal ein Tässchen Kaffee trinken können, ne? Und alles wäre gut gewesen. Der Abschlag jetzt allerdings kommt nicht so genau an. Olic, schöner Doppelpass hier mit Van der Vaart. Olic, den muss er doch jetzt machen. Spielt immer wieder Sommer in die Beine quasi. Vielleicht jetzt die nächste Chance. Wieder Olic und Van der Vaart beteiligt. Diesmal aber auch Ilicevic. Und der kullert dann doch, ja, ich will es nicht sagen, knapp daneben. Aber knapp daneben ist auch vorbei, Freunde. Ne? Knapp daneben ist auch vorbei. Olic und Van der Vaart heute sehr, sehr viel im Spiel zu sehen. Jetzt auch wieder Van der Vaart muss schießen, da er sonst nicht mehr hinterherkommt. Ja. Und dann gehen wir auch schon in die Halbzeitpause. 0:0, wie irgendwie anscheinend unser Standardergebnis jetzt aktuell. Da müssen wir auf jeden Fall mal was in der Aufstellung tun und das machen wir auch noch in diesem Part. Gehen jetzt in die zweite Halbzeit wieder Van der Vaart und diesmal wieder nur ein, zwei Meter dran vorbei. Olic und Van der Vaart heute echt die besten Männer auf dem Platz. Hier auch wieder Olic und Van der Vaart. Den muss er eigentlich machen und setzen wir noch übers Tor. Also wie er den nicht gemacht hat, es ist mir tatsächlich ein Rätsel. Und ja, da Olic und Van der Vaart heute gefühlt 20.000 Chancen hatten, aber nicht wollten, dass das Ding reingeht, gehen wir hier mit einem 0:0 aus dem Spiel. Und das können wir nicht bringen. Aber ich meine, guckt euch das an. Wir abwehrtechnisch haben wir keine Probleme. Ja, wir lassen keine Fehler zu. Unsere Abwehr steht sicher und safe. Habe ich gedacht, Freunde, komm. Wir lassen die Abwehr so, aber müssen in der Offensive irgendwas tun. Wir können hier nicht mit zwei Sechsern rumrennen. Das bringt alles nichts. Wir stellen auf ein offensives 4-5-1 um mit einem Achter quasi. Und ja, zwei Zehnern, zwei Außenspielern, die da eher ein bisschen defensiv angeordnet sind und einem Stoßstürmer vorne drin. Ja, so soll es denn laufen, die Tage. Und wir gehen auch so mit dieser Aufstellung ins nächste Spiel gegen den, kann ich jetzt ja schon mal sagen, gegen die Frankfurter. Und da testen wir die Aufstellung das erste Mal und schauen mal, was daraus wird. Ich bin zu Hause, haben wir so nochmal ein bisschen unsere Fans im Rücken, Freunde. Das ist die aktuelle Aufstellung. Ja, und wir hoffen jetzt einfach mal, ich habe da schon ein bisschen dran getüftelt in dieser Aufstellung, hoffen wir jetzt einfach mal, dass das fruchtet, ja. Und dass der Trainer Fuchs mal wieder zugeschlagen hat. Ihr seht, Frankfurt bis jetzt besser in die Saison gekommen als wir. Wobei, muss man ja auch mal dazu sagen, wir sind noch ungeschlagen, ja. Also das ist eine ganz wichtige Sache, die man nicht vergessen darf. Auch wenn es punktetechnisch aktuell nicht so dufte aussieht, sind wir immer noch ungeschlagen. Und wollten jetzt mal den nächsten Heimsieg einfahren, sag ich mal, gegen die Frankfurter. Alex Meyer, der Topscorer bei den Frankfurtern hier. Durch besonderes Augenmerk wird auf ihn gerichtet, der Ex-Hamburger. War ja auch mal bei Hamburg, wissen die meisten gar nicht. Ist auch schon ganz lange her und wir sehen hier nochmal die Aufstellung. Mit Diaz als Achter und Ilicevic Beister auf der Höhe ungefähr als Außenposition. Und Holtby, Van der Vaart und Olic sollen es dann vorne richten. Ich bin mal gespannt, ob das fruchtet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden es aber gleich sehen. Nelson Valdez, auch ein sehr gefährlicher Mann. Haben sie ja wieder geholt, die Frankfurter. Und da gehen wir rein. Und lassen die Szene direkt mal fast ungeschnitten. Das war nur ein ganz kleiner Cut. Nur von 30 Sekunden. Und da ist nämlich schon der erste Schuss von Holtby, der ans Außennetz geht. Und jetzt Diaz. Den Ball direkt nach vorne geschlagen, so wie es sein soll. Und jetzt ist Ivicas Moment. Ivica Olic, er hat einfach mal gar keinen Vorsicht. Ivica Olic, Ivica Olic rennt allen vorbei. Und Olic macht das Tor. Und das Stadion bebt. HSV ist erlöst. Endlich mal wieder ein Tor. Das so wichtige 1:0. Und die Fans feiern ihn. Aber Frankfurt ist auch noch da. Valdez auf Aigner. Der zurück auf Valdez. Der will den Ball aufs Tor bringen. Und was macht Giroud da? Stolpert ihn ins Tor, kriegt er, dafür könnte man meinen die gelbe Karte, nein, er kriegt es natürlich nicht dafür, davor war irgendwann mal ein Foul
Und Vorteil wurde gelten lassen und jetzt ist natürlich doppelt bestraft, hier das Eigentor gemacht und die gelbe Karte kassiert, ja. Kuriose Situation, weil der spielt ihn rein, will ihm flanken und ich weiß nicht, was Giroud davor hatte. Auf jeden Fall hat er sich gesagt, komm, den setzen wir uns mal ins eigene Nest. Es hat so sollen sein. Aber Game muss nicht geschlagen. Die nächste Chance hier von uns. Van der Vaart nach einem Einwurf auf Diaz. Der auf Holtby, der wunderschön aufgelegt auf Olic. Und der hat Bock heute und der macht das 2:1. Für uns, für den HSV. Wieder sind die Fans vollkommen am Ausrasten. Das Stadion war echt erlöst. Springen in die zweite Halbzeit. Holtby auf die eingewechselten Beister. Und schaut euch mal an, was der Maxi machen kann, Freunde. Aha. 3:1. Den Sack zugemacht in der 56. Minute. Allerdings hat Frankfurt gesagt, komm Freunde, es ist doch noch nicht vorbei hier. Oczipka, Hasebe und René ist da. Auch wenn er nicht viel zu tun hatte, er ist wach. Und das ist das Wichtige, dass er da ist, wenn er gebraucht wird. Und jetzt die Situation hier, Freunde. Das ist ein Fight von Diekmeyer. Er setzt wunderbar nach, kämpft sich dadurch, spielt den Ball auf Lasogga. Und Lasogga hat nur noch den Torwart vor sich. Pierre-Michel Lasogga. Okay. Das war jetzt nicht so ganz wie erwartet. Er sollte aber heute nochmal seine Chance kriegen. Wieder hier grober Fehler von Chandler. Berami hat super aufgepasst. Läuft alleine vors Tor. Lasogga ist dabei. Und Pierre-Michel Lasogga, den lässt er sich denn nicht nehmen. Der eingewechselte Mann zum 4:1. Und somit auch zum Endstand dieser Partie. Ja, endlich mal wieder gewonnen, ne? Endlich mal wieder gewonnen hier, Freunde. Das ist ein auch mal 5 Tore gesehen in einem Part. Das ist schon Seltenheit. Also, erstes Resümee der neuen offensiven Aufstellung. Die hat gefruchtet, ja. Also, unsere Männer haben heute wirklich gekämpft. Die Fans noch Minuten, gefühlt stundenlang noch im Stadion, haben die Mannschaft gefeiert. Olici natürlich mit einer 8,6. Beste Mann auf dem Feld. Und so sollte es natürlich auch weitergehen, auch in diesem Spiel. Gegen die Borussia aus Dortmund. Der Signal Iduna Park, eines der schönsten Stadien, wie ich finde. Nicht nur wegen der Mauer, die sie da ja haben, quasi, wenn die 80.000 da sitzen und ich glaube allein 20.000 auf der Haupttribüne oder 30.000, das ist schon der Hammer. Und wir sehen, tabellarisch sind wir sogar vor den Dortmundern eingesetzt. Wir sehen ja auch hier jetzt nochmal die Aufstellung der Dortmunder, haben sich mal eben Dzeko gegönnt, ist ja auch nichts los, ne? Dzeko kann man sich ja auch mal eben holen für den Sturm. Es ist sehr regnerisch, aber wir sollten die erste Chance haben. Diaz auf Van der Vaart, direkt nach Anpfiff quasi, auf Holtby und jetzt Olic. Achtung, Olic sieht Van der Vaart starten, was ein Pass für Van der Vaart auf den schwachen Rechten. Und er knallt ihn nur knapp daneben. Und die nächste Chance wieder für uns. Wir haben die Anfangsphase echt dominiert. 7. Minute, Olic macht da auf Frankfurt. Er macht einen auf Frankfurt. Hat wieder alle hinter sich gelassen. Ivica Olic. Aber trifft leider nicht so wie im Spiel gegen Frankfurt, sondern Weidenfeller ist da und pariert. Jetzt der angesprochene Dzeko und Weidenfeller. Ich meine natürlich Kiel, ich habe Weidenfeller. Wow, das war jetzt echt gerade echt so ein Moment, wo man sagt, gut Freunde, das ist eigentlich schon wieder, ne. Also Kiel an die Latte und Kagawa hier mit der Doppelchance in der 68. und 90. Aber jetzt aufgepasst, Freunde. Nochmal der Eckball in der 90. Subotic. Und da hatten wir schon kurz, das Herz mal kurz einen Abgang gemacht, als ich das gesehen hatte. Als ich da gezockt habe, dachte ich so, oh ne, jetzt bitte nicht in der 90. noch eine Ecke. Ja, und dann geht's auch wieder 0-0 aus. Wenig passiert dieses Spiel. Anfangsphase haben wir dominiert, haben dann aber nachher den Faden so ein bisschen verloren. Gerade nachher nach Abpfiff der ersten Halbzeit ging überhaupt nichts mehr in der zweiten. Also das war echt ein Spiel zum Vergessen. Ja, so wie das Wetter quasi. Aber immerhin ein Punkt aus Dortmund geholt und immer noch ungeschlagen. Nach, ich glaube, 7 Spielen. Es müssen jetzt 7 Spiele sein. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, Freunde. Im nächsten Part kommt, dann bin ich der Meinung, auch schon DFB-Pokal. Ich bin mir tatsächlich gerade nicht so ganz sicher, aber ich glaube, ja. Dann sehen wir mal wieder ein bisschen DFB-Pokal. Wollen wir hoffen, dass wir da auch gewinnen. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, Freunde. Tschüsschen.